Bam, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Diamant Randomizer Wedlock Challenge. Ja, letztes Mal haben wir Arena-Leiterin Hilda besiegt. Leider Gottes schon wieder ein Pokémon verloren, und zwar den guten alten Neo. Na, so alt war er leider noch gar nicht. Er war ja noch recht neu im Team und musste schon wieder von uns gehen. Ja, und dann haben wir auf der Route wegen Mangel an Männern, also ja, wir hatten zwar noch ein paar Männer, aber nicht mehr so viele, deshalb haben wir auf der Route ein Pokémon gefangen und das wurde leider Gottes ein Pipi, was jetzt nicht so der Burner ist, sage ich mal. Aber gut, ich habe den Rest des Teams mal auf Level 24 angehoben. Der nächste Arenaleiter ist ja nach wie vor auch noch auf Level 30. Da habe ich die mal ein bisschen angehoben. Noshiko war ja schon auf Level 29, glaube ich. Oder ist sie auch noch ein Level gestiegen? Ich weiß es gerade nicht. Kann sein. Können wir mal kurz gucken, ob vielleicht was von den Attacken her geändert hat. Ah ja, warte mal, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Basti hat Aquawelle gelernt. Und das war's. Ja, hier, Basti. Na, wo haben wir's? Hier, Aquawelle. Ist geil. Stärke 60 und kann verwirren. Außerdem gab es auf der Route, wo wir das Pipi gefangen haben, gab es noch Reptains, Azumarills und Gastrodons zu fangen. Ist geil, aber wir haben ein Pipi bekommen. Ja, wir hätten schon wieder ein Reptain fangen können, aber na gut, ja, scheinbar dürfen wir nicht. Dann wollen wir uns doch mal ein bisschen um Lucius kümmern. Hi! Hallo, Freak, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Und nun wollen sie nicht wieder hergeben. Bitte, hilf mir doch. Wir schließen das zusammen und treten gegen das Team an. Ja, von mir aus. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und... Moment mal. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ja, so war's richtig. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Diese fiesen Schurken werden mit ihren Machenschaften nicht davon kommen. Dafür sorge ich. Und du natürlich auch. Ich bin übrigens Lucius. Galaktik-Rüpel möchten kämpfen. Oh ja, Papinella? Okay, und Budox. Papinella! Also auf jeden Fall ein typisches Gangster-Pokémon. Wie man weiß, Papinella. Das haben nur die richtigen Bad Boys. So, die sind auf Level 25. Okay, du hast auch ein Pipi. Ja, Pudok könnte halt entweder vergiften oder es kann Konfusion. Papinella kann wahrscheinlich Silberhauch oder Windstoß. Wer ist gefährlicher? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mach mal Metallklau auf Papinella. Papinella kann bestimmt noch einschläfern und so ein Shit. Weil das kann Pudok wahrscheinlich auch. Psychstrahl kann Pudox schon, okay, aber auf Pipi soll mir recht sein. Tank du das mal bitte. Stachelspore, ja, okay, aber Stachelspore kann es. Dabei waren wir so schön schneller als die. Jetzt einfach nicht mehr so. Blobstrahl, ja, bitte keine Explosion oder so ein Scheiß, bitte. Das fände ich nicht so geil. Auch wenn Fam das vielleicht sogar noch tanken würde. Ja, weiterhin Metallklaue, ne? Jetzt sind wir leider langsamer und jetzt kommt der Windstoß auf uns. Der ist ja normal effektiv. Und der Psychstrahl kommt auch auf uns. Pipi, du musst jetzt was reißen. Erdanziehung, Erdanziehung, Mann. Warum? Ja, kann nicht länger fliegen, das ist schön. Bringt mir nur nichts. So, da, der braucht noch eine weitere Metallklaue. Wir brauchen allerdings Heilung. Reicht ein Supertrank? Ja. Ja, dann heilen wir uns mal und hoffen, dass Pipi irgendwas Sinnvolles macht. Ja, und jetzt nicht irgendwie ein Fuchtler auf uns kommt oder so. Kann ja alles sein. Erstmal auch paralysiert, okay. So, jetzt bitte nochmal Pipi angreifen, das wäre schön. Mondschein. Von Pudox. Okay, von Pudox ist in Ordnung, weil wir machen eh gerade Papinella.
Von daher mach du mal. So, Pipi ist paralysiert. Dankeschön. Dann bitte noch einmal Metallklaue auf das Papinella. Pudox macht Schutzschild, das ist sehr gut. Gewinnen wir einen Zug von Pudox. Papinella macht Megasauger. Muss das sein? Musst du dich jetzt noch ein bisschen heilen? Hoffentlich nicht viel. Ah, das reicht aber. Ah, bauen wir noch einen Zug. Na, schön, danke auch. Außer Pipi greift Dingens an. Es ist paralysiert. Ja, gut. Besser als wenn wir paralysiert sind. Dann machen wir jetzt noch einen. Ne, eigentlich können wir auch Metallklaue. Hat er, glaube ich, dieselbe Genauigkeit wie Zerschneider. Windstoß. Okay. Pipi geht langsam down, aber ist kein Ding. Okay, wir werden auch angehaucht mit Wind. So, und jetzt ist aber Papinella down. Na bitte. Und immer noch kein. Ja, jetzt ein Volltreffer. Schönen Dank auch. Und immer noch keine Angriffssteigerung. So, Metronom, ja, was kommt? Amnesie. Ja, okay. Von mir aus. Oh, die haben ja noch mehr Skunkapu. Ja, dann machen wir erstmal Skunkapu fertig. Nochmal Metallklaue. Schlitzer. Der Schlitzer. Zielstrahl auf mich. Okay, dann lebt Pipi noch eine Runde, das ist okay. Kann es vielleicht auch noch angreifen. Bevor es drauf geht. Ja, Gesang. Wäre tatsächlich nicht schlecht gewesen, aber es trifft natürlich nicht. Ja, jetzt ist die Frage. Skunkapu. Wenn Skunkapu mich auch noch angreift. Schätze ich, dass wir es schon überleben. Daher gehe ich trotzdem auf Nummer sicher und setze einen Trank ein. Und warte, bis Lucius sein nächstes Pokémon einsetzt. Ich hoffe, dass er mehrere Pokémon hat. Und nicht nur ein Pipi. Auf Wolke. Okay. Kann man den Notfall auswechseln? Psystrahl. Ja. Okay. Oh, du machst wieder Erdanziehung. Come on. Den Shit braucht doch niemand. Please. So, aber jetzt dürfen wir das, denke ich mal, überleben. Dann machen wir jetzt nochmal eine Metallklaue auf Skunkapu. Kratzfury. Einmal getroffen. Wow. Nice. Psystrahl. Macht Aua. Okay. Wir waren bisher noch nicht paralysiert. Das ist ganz gut. Finde ich flott. Skunkapu braucht leider noch zwei Kadabra. Okay, ja, damit kannst du zumindest Pudox recht easy raushauen. Finde ich gut, aber ich möchte mich trotzdem heilen, denke ich. Weil du machst bestimmt wieder irgendeine Scheiße. Erstmal, keine Ahnung, Telekinese oder sowas. Und dann überlebt das Pudox und greift mich wieder an. Daher heile ich lieber. Oder Gesicht oder was weiß ich, was du alles kannst. Wunderauge. Pudox macht Schutzschild. Ah, clever. Clever, clever, leider. Ja. Es kommt hier eine Unlichtattacke oder Schlitze auf Kadabra. Das war nicht unclever gemacht. Muss ich zugeben. Aber hoffentlich funktioniert jetzt alles, wie geplant. Der Psychschrei kommt. Reicht er auch aus? Ich denke schon. Yep. Volltreffer sogar, okay. Ah, vielleicht hätte er nicht gereicht. So, Level 25 für Fam. Nice. So, Fam versucht Schutzschild. Wir haben, glaube ich, immer noch keinen Platz dafür, ne? Nee, da finde ich Härtner immer noch die sinnvollere Variante. Schutzschild nicht lernen, bitte. So, nochmal Schlitzer. Könntest du überleben? Muss aber nicht. Tust auch nicht, weil es ein Volltreffer ist. Ja, okay. Metallklaue. Reicht natürlich nicht, weil wir immer noch keine Angriffssteigerung bekommen haben.
Tyrakrok hast du noch. Okay. Glibunkel. Ja. Ich könnte zwar mit Zertrümmerer finishen, aber ich habe so eine Vermutung, dass Tyrakrok auf Skunkapu gehen wird. Da mache ich auch wieder Metallklaue. Okay, Skunkapu ist schneller. Ja, aber Tyrakrok dürfte das locker easy wegstecken. Nee, er macht Fuchtler, okay, das ging auf. Ja, Fuchtler müssen wir auch noch aufpassen, das kann auch auf uns gehen. Verfolgung, ja. Ich glaube, es ist ein letztes Pokémon. So. Dann hoffen wir mal, dass Fuchtler nicht gleich auf uns geht. Aber es ist ja nicht sehr effektiv, von daher denke, dass wir das gut überstehen würden. Dann noch einmal Metallklau auf Glibunkel. Und der Fuchtler geht auf Glibunkel. Sehr schön. Nice, nice, nice. Oh, wir haben sie besiegt. War aber ein recht langer Kampf. Von zwei Kindern besiegt, das darf ich wahr sein. Hätte ich mich doch zurückgehalten. Hä? Hätte ich mich doch zurückgehalten? Weiter habe ich jetzt nicht gelesen. Egal. Ja, ja, wie auch immer. Ja, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Mir interessiert schon so ein dämlicher Pokédex. Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universum. Ja, nimm schon. Nimm deinen dämlichen Pokédex. Hast du da doch drauf gespuckt, Mann? All den Kran, den wir bei uns im Gebäude hatten, hätten wir sowieso schon weggeschafft nach Weideburg. Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Wie Rüppel. Frei nach dem Motto, wir bekommen euren Senf ab. Was? Verschwinden einfach, whatever. Warum laufen die Typen von Team Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Ja, weil sie Rüppel sind, Mann, Lucius. Hast du das nicht gecheckt? Vielen Dank, Frank. Ganz ehrlich. Wenn Professor Albe jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, dann werde ich gefistet, Alter. Eigentlich stehe ich ja drauf. Aber das tut immer so weh, da. Rektalgegend. Ich mag gar nicht dran denken, eigentlich. Und Freak, was hast du nun vor? Ich überlege, nach Weiderbock zu gehen. Und dem Professor aus dem Weg zu gehen. Im Großmoor dort leben viele Arten von Pokémon. Ja, stimmt, da würde ich mir auch gerne was fangen. Aber es ist ja eh alles random, von daher. Scheißegal, was für ein Gebiet es ist. Ich mag alle Gebiete. So, und hier kriegen wir VM-Flieger! Sehr schön. Kann Nojiko fliegen lernen? Also, wenn sie das auch noch kann. Holla, die Waldfee. Weiß aber auch gar nicht, ob das eine gute Idee wäre, ihr Fliegen beizubringen. Falls sie es könnte. Aber ich hoffe tatsächlich mal nicht, dass sie fliegen lernen kann, weil das wäre ein bisschen seltsam. Sie kann kein Fliegen. Sehr gut. Also, nee, nicht sehr gut, aber der Logik sei Dank. Ja, was ist mit dir hier? Hey, 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 was haben wir denn hier? Du gehörst ja nicht mal zu Team Galactic. Bist dazu noch ein Kind? Ja, das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Was? Ach, darum geht es dir gar nicht. Okay, ja. Egal, die verrostete Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Den rostigen Schlüssel auf Doom. Rektik. So, das heißt, ich weiß gar nicht, was das heißt. Müssen wir jetzt ins Team Galactic-Gebäude? Bin mir gar nicht sicher. Wir haben jetzt alle von Weideburg gelabert. Aber ich denke, wir gucken nochmal beim Haupteingang vorbei. Irgendwann dürfte ja Lebel hier vorbeischnuppern. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon ist. Mal gucken. Nee, scheinbar nicht. Guck trotzdem mal. Ja, hi. Nee, okay. Bell ist noch nicht am Start. Von daher gehen wir da fix wieder raus. Und gehen Richtung Weideburg. Auf zu Marinus, dem nächsten Arena-Leiter. Den wir ja mit Famon Siska machen wollten. Ich aber tatsächlich noch mal überlegen bin, ob wir das nicht Frigo und Basti machen lassen. Aber das Ding ist halt, ja, Basti kann halt wirklich gar nichts machen.
Und Pham könnte zumindest gegen Garados gewinnen, weil ich weiß nicht, ob Garados überhaupt eine Wasserattacke drauf hat. Hast du eigentlich Robustheit oder Kampfpanzer? Aber ich bin schon tausendmal nachgeguckt. Das Kampfpanzer, okay. Ja gut, wir gehen einfach mal weiter. Gucken. Was ist mit dir los? Hi, jetzt lass mich doch mit dir sprechen, Mann. Du willst die Route 214 entlang gehen? Das ist nicht wirklich dein Ernst, nicht wahr? Die ist doch viel zu unwegsam. Dort gibt es nichts zu sehen. Oh, da gibt es diesen Ruin-Maniac, den du mal besuchen könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz allein durch dickste Felsgestein, ja. Ja, gut. Den geh ich besuchen. Der ist hier nämlich. Dann kriegen wir ja Tim Schaufler. Hi. Ihr nennt mich nur den Ruin-Maniac. Aber mir ist es ganz egal, was sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruin-Maniac, der fasziniert von Incognito ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns ein kleines Wettrennen liefern würden? Du gehst los und fängst Incognito und ich grabe hier weiter. Mal sehen, wer als erster fertig ist. Ja, gibt's ein Problem, ich kann keine Incognitos fangen, weil es ein Randomizer ist. So, wir kriegen also doch keinen Schaufler, denn wir kriegen den Schaufler scheinbar von hier und das wird eine Random-TM sein. Und zwar... Aquawelle, okay. Kann das irgendwer lernen? Neben Basti, der das ja eh schon drauf hat. Aquavelle. Tanama. Ja. Ja, ja. Wenn man davon überzeugt ist, Tanama im Team zu lassen, ein Traumato. Sogar ein Mann. Ja, nice. Boah, das ist cool. Traumato hätte ich gerne. Ja, dann hau mal drauf hier, würde ich sagen. Zerschneider. Ja, da geht noch ein Zerschneider. Stimmt, hier kann man ja auch noch einen Pokémon fangen, ich Idiot. Mensch, habe ich total vergessen. Hier, Zerschneider. Und dann noch ein cooles hier. Mann, ich freue mich. Und ein Männchen. Ach, ist das schön. So. Los, triff bitte. Wäre ich dir sehr verbunden. Aber bitte keine Volltreffer. Puh. Confusion. So. Dann Beutel. Bälle. Und einen Pokéball. So, Anwärter auf Psycho-Pokémon haben wir keinen. Das heißt, wir werden einfach ganz normal weiterverfahren. Klick. Dam, dam, dam. Dabadadabadadam. Traumato wurde gefangen. Und da wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Mit seiner großen Nase kann es die Träume anderer erkennen. Es liebt lustige Träume. Und wahrscheinlich noch ganz andere Träume. Mit viel nackter Haut. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Und zwar bist du. So. Muss ich hier gucken. So und so, glaube ich. Ja, ja, ja. Und ausgesprochen wird es JD Lee. Und ja, willkommen auf Box 1, mein Lieber. Sehr, sehr schön. Hier gäbe es natürlich noch gerade, aber hier ist noch ein Item, glaube ich. Irgendwo. Meinte ich zumindest. Scheinbar doch nicht. Da ist ein Dude. Ich heile kurz mal Pham. Medizin. Supertrank. So. Und dann würde ich sagen, kämpfen wir mal gegen diesen Ruinen-Maniac. Alles sehr rätselhaft, zumindest habe ich diesen Eindruck. Ich zeige dir, was ich meine und kämpfe mit dem Pokémon, die ich gefunden habe. Mach du das mal. Mein lieber Maniac. Otto. Otto, der Ruine-Maniac mit Cognodon. Hat Cock gesagt. Okay, Cognodon
dürfen wir, denke ich, mal hinkriegen mit Metal Claw. Schlitz, Schlitz. Jetzt noch, wie viel Schaden macht das? Ja, die Mobi, ja, 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 war okay, würde ich sagen. Kann man so machen. Ja. War schon schöner Schaden. Sehen wir zwar langsamer, aber mein Gott. Hier ein Bodycheck tut uns ja auch nicht weh. Ja doch, irgendwie schon. Aber passt schon. Da noch ein kleiner Zertrümmerer. Und schwupps. So, du hast ja 3 Pokémon, ne? Hast du noch mehr Fossile? Ist schon ganz geil. Mal gucken, was du sonst noch für Fossilien hast. Erstmal Level Up für Farm natürlich. Babadabam. So, ein Kleinchen, ja? Das ist nicht so wirklich ein Fossil. Aber da können wir ganz gewieft einfach mal auf Siska wechseln. Denn die braucht ja auch ein bisschen Erfahrung. Und die kann mit dem Strauchel einen Kleinstein durchaus auseinandernehmen. So. Kleinstein. Kleinstein, Kleinstein. Strauchler. Putz. Ah, Jessikowski. So, Siska braucht ja auch noch ganz, ganz viel Erfahrungspunkte. 300 ist jetzt nicht so viel. Ein Bronzel. Wir bleiben mal da drin. Aber, ja, wobei, bei Bronzel können wir auch mit Siska kämpfen, weil da hat Farm jetzt nicht unbedingt die fetten Attacks dagegen. Das heißt, wir können es auch mit Siska machen. Hier, Funkensprung. Und gucken, wie viel Schaden das macht. Ich denke nicht allzu viel, leider. Ja, geht. Sondersensor. Dürfte vergleichbar viel machen, denke ich mal. Ach, okay, viel weniger. Na gut. Dafür, dass es eine 90er oder eine 80er Attacke, glaube ich, ist. Naja. So, könnte es auch paralysiert sein, wäre nicht schlecht, aber... Naja. So, nochmal ein Sondersensor und ich mache jetzt mal ein bisschen hier Speedy. Ganz kleines bisschen. So. Denn du willst mich nur begrenzen und das geht mir am Arsch vorbei. Und noch mal ein Volltreffer zum Schluss. Wie immer, wie eh und je, der unnecessary crit. Und wir besiegen Otto. Ich kann mit Pokémon nicht gewinnen, die mir nicht vertraut sind. Ja, dann musst du mit ihnen vertraut werden. Du musst mit ihnen intim werden. So, da gab es doch ein Item. Genau, das war das, wo es ein Item gab. Nämlich dort unten rechts. Jetzt bin ich außersehen in den Typen reingelatscht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Ja, ja. Und deshalb stehe ich nur in diesem Grasfeld herum. Sammlerhaken. Mit einem Barmelin. Barmelin, Barmelin. Das sollten wir nicht mit Farm machen, sondern eher mit Siska. Deshalb wechseln wir mal zu Siska. Bapadam, bapadam, bapadam. So, Wasserdüse. Sehr, sehr schön. Aber warum sehr, sehr schön? Ich meine, ja, okay. Wasserdüse halt, ne? So, Funkensprung. Wird wahrscheinlich nicht reichen, weil es immer noch physisch ist. Es reicht natürlich. Gut gemacht, Siska. War geplant, natürlich. So, ne, ich wollte eigentlich sagen, weil es ja immer noch physisch ist und wir physisch nicht so den fetten Angriff haben. Kommt noch mal ein Barmelin. Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon. Yep, noch ein Bamelin. Bamel, Bamel, Bamelin. So, Funkensprung. Dann reicht ja das wohl auch wieder, ne? Nehme ich an. Ja. Ist ganz cool. So, Bamelin wird besiegt. Siska kriegt Erfahrungspunkte. Als nächstes wird nochmal Barmelin eingesetzt und ich denke, da können wir kurz... Ach, das ist jetzt Level 24, okay. Aber wir machen trotzdem einfach einen Sprung. Und gucken, ob das immer noch reicht. Na? Das reicht. Ja, nicht schlecht, Siska, nicht schlecht. So, kriegen wir leider kein Level Up, aber na gut, na gut. Oh, das sind meine Lieblings-Pokémon. Ja, ist mir doch wurscht, Mensch. So, jetzt kommen natürlich noch fette wilde Pokémon. Ja, yeah, guckt, Gastrodon. Hätte man fangen können, haben wir aber nicht. Das Blöde ist, das ist jetzt wahrscheinlich schneller als Farm.
Na, wobei, nee, als Farm definitiv nicht. Nein. Da können wir flüchten. Da können wir flüchten. So, und was kriegen wir? KP Plus. Ja, okay. So, schnell aus dem Gras raus oder auch nicht. Hut hätte sie auch noch gegeben, aber das haben wir eh schon gefangen. Von daher, ja, Flucht. Komm, nehmen wir aus dem Gras raus, Mann. Azumare, hier sehen wir noch alle Pokémon, die es gab. Aber, nee, wir mussten ja ein Pipi fangen. So, hier ist noch ein Ruin-Maniac. Ich gehe mal kurz zurückheilen, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe auch noch Siska an erste Stelle gepackt und ihr das Glücksseil gegeben und dann Fam das Münzamulett abgetreten. Und dann kämpfen wir jetzt gegen diesen Ruin-Maniac. Zeig mal her. Ich bin um die Welt gereist, auf der Suche nach rätselhaften Geschichten. Das habe ich ziemlich stark gemacht. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, wie stark dich das gemacht hat, mein lieber Ruinen-Maniac Theodor mit einem Schilterus. Okay, ich weiß nicht, ist Schilterus schon vom Typ Stahl? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Bevor da ein Bodycheck kommt oder sonst irgendwas, wechsle ich lieber auf Farm. Siska kriegt ja so oder so noch ein Level Up jetzt gleich. Angeberei. Okay. Kann auch zu unserem Vorteil sein. Weil, wenn es tatsächlich Gestein Stahl schon ist, dann könnte jetzt ein Zertrümmerer schon reichen. Mit doppeltem Angriff. Aber wir verletzen uns natürlich selber. Wäre auch so schön gewesen. Das war viel Schaden. Das war extrem viel Schaden. Heil mich mal. Metallsamen, ja gut, das senkt Spezialverteidigung. Das kümmert uns kein bisschen. Dann probieren wir es nochmal. Ist verwirrt. Aber trifft. So, mal gucken, ob das reicht schon. Ist quasi achtfach effektiv, weil doppelter Angriff und vierfach effektiv. Macht einen Multiplikator von 8. Und Siska reicht Level 25. Sehr schön. Das ist eine Enttäuschung. Ja, du bist eine Enttäuschung. Sorry, war nicht so gemeint. So, gut, da wäre auch noch ein Item. Ja gut, das holen wir uns später. Erstmal will ich mir das Item hier snaggen, denn das ist Flottstaub. Ein Item speziell für Ditto. Was wir natürlich haben, wie jeder weiß. Na gut, dann holen wir uns das Item nochmal hier kurz. Noch ein EP-Teiler. Moment mal. Haben wir jetzt nicht zwei EP-Teiler? Okay, ja. Gut. Ja, immerhin nicht noch eine vierte Flinkklaue. Ist auch was. ja, plus letzt auch noch gegeben. Ist hier nur ein Baum oder ist ja noch ein Item? Scheinbar nur ein Baum. Vielleicht ist hier noch ein Item. Oh, come on. Ja, Reptain hier auch nochmal. Guckt. Guckt euch an. Das hätten wir auch noch kriegen können. Ja. Okay, kein Item. Ja. Please. Hier muss ja noch alle zwei Schritte in den Encounter kommen. So. Dann. Ja, komm, wir kämpfen jetzt gegen dich. Wir machen jetzt diese Route vielleicht. Ja, machen wir sie ganz fertig. Mal gucken. Aber ich will auf jeden Fall hier nicht einfach so aufhören und quasi nichts geschafft haben. Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. So etwas tun Sammler nun mal. Alles klar schon. Pokémon-Sammler Georg. Mit einem Roselia. Oh, Roselia ist jetzt nicht so cool. Nee. Nee, in der Tat nicht so cool. In der Tat. Machen wir mal Donnerwelle. Guck mal, was Roselia so bringt. Wahrscheinlich auch Stachelspore. Yep. Oh Mann. Ich wusste es.
So, aber wir wechseln jetzt einfach mal auf Fam, damit der auch gleich paralysiert wird. Richtig. Aber ich denke, mit Ziska machen wir zu wenig Schaden. Zauberblatt. Ja. Macht Aua auf jeden Fall. Metallklaue. So, weil ein weiteres Zauberblatt reift ja. Ja, reicht ja definitiv nicht. Und Rosela ist paralyzed. Sehr schön. Dann hätten wir das. Schlitz, Schlitz. Und zack. Das war ein sehr komischer Ruf, ich weiß. Du hast nochmal eins, nochmal ein Roselia. Ja, okay. Wir überleben ja ein Zauberblatt, wie wir wissen. Dann nochmal Metallklaue. Wir sind immer noch schneller, das ist gut, aber jetzt wird wahrscheinlich Stachelspore kommen. Was ich nicht so geil finde, aber vielleicht geht's ja daneben. Egelsame kommt. Oh. Das ist nicht geil, vor allem weil jetzt nämlich die Metallklaue nicht mehr reicht. Und ein Zauberblatt könnte reichen. Dann wechsle ich mal zurück auf Ziska. Weil ich will jetzt den Egelsamen hier nicht. So, Megasauger kommt auch noch. Ja, das heilt sich immer weiter voll. Machen wir nochmal Donnerwelle. Das macht wieder Megasauger, ja. Das dauert auch wieder so extrem lange. So, Donnerwelle, dann bist du schon mal paralysiert. Das ist gut. Nur ist halt der Megasauger recht scheiße. Ich heile mal Fam. So. Für den Fall der Fälle. Und das ist paralysiert. Das Ding ist, wir kriegen nur wenig Schaden auf Roselia drauf. Ich mache einfach mal einen Rotzukieb und guck mal, wie viel Schaden das macht. Nicht allzu viel. Es dürfte Megasauger schon wieder wegheilen. Aber es macht kein Megasauger. Macht Zauberblatt. Ja, ich wechsle wieder Fam. Ziska kann das halt nicht, leider. Jetzt kommt wieder Megasauger. Ja. Okay, das macht nicht viel Schaden, das ist gut. Dann ja, Metallklaue. Und vielleicht ist es ja paralysiert. Wäre ganz cool. Aber selbst wenn nicht, würde es unseren nächsten Angriff nicht überleben. Sehr, sehr gut. Dann, ja, nochmal Metallklaue. Und Batz. Okay. Aber das ist noch eins, oder? Ja, das ist noch ein Roselia. Oh. Oh mein Gott. Ja, ich wechsle wieder auf Ziska. Ich paralysiere es wieder. Ich hoffe, dass es... Ja, wobei... Ich glaube, ich heile mich erstmal. Ja, das ist auf Level 24. Das ist wieder ein bisschen stärker. Weiß nicht, ob ein Zauberblatt da schon reicht. So. Zauberblatt. Das war ein Volltreffer. Müssen wir uns nochmal heilen. Ich glaube, ich muss die Folge tatsächlich nachher beenden. Weil die Kämpfe alle so lange dauern, Mensch. So, Donnerwelle. Bitte jetzt nicht nochmal ein Volltreffer. Bitte. Danke. Aber sie ist ganz paralysiert. Jetzt kommt Egelsam. Ja, dann mach halt Egelsam, Mensch. Komm.
Aber bitte triff jetzt, Siska. Bitte. Danke. So, ja, Egelsamen, so. Dann können wir jetzt anfangen zu kämpfen. Hier, Farm ist nicht geheilt, aber müssen wir trotzdem drauf wechseln. So, weil wegen Egelsamen. Und es ist paralysiert. Sehr gut. Das reicht aber nicht, wenn der uns angreift. Von daher machen wir mal Metallklaue. Und Volltreffer können ja eh nicht passieren. Bei FAM, wegen Kampfpanzer. Und es ist nochmal paralyzed. Sehr gut. Bringen wir ihm ein schnelles Ende. Komm schon, mach vielleicht einen Volltreffer. Nein, schade. Megasauger, okay. Ja, das wird sowieso sehr wenig Schaden machen. Das heißt, der wird gleich down sein mit der nächsten Attacke. Ja, es sei denn, Metallklaue trifft nicht. Darf jetzt noch einen Trank verschwenden? Für eine 5% Chance? Ja, komm. Für die 5% Chance, jetzt kommt noch Egelsamen, ja gut. Ja, komm. Dann dürfte das jetzt aber hoffentlich gewesen sein mit einer Metallklaue. Gut. Boah. Diese Kämpfe dauern immer so extrem lange. Mann. Dann würde ich mal sagen, war es das für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich guck noch mal kurz, ob das hier... Oh, da ist ein Psycho. Okay, es war nicht der letzte Trainer. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Machen wir noch den letzten Trainer hier und gehen weiter dann. Bis dahin, macht's gut, Leute. Und tschüss.